So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Und dann kommen wir auch direkt gleich zum DAX. Der hatte ja heute früh, beziehungsweise ja heute früh, lief er jetzt direkt an das Ziel ran. 2-3 Punkte fehlten noch. Und dann hätte er wirklich direkt das Wochenziel von 11.256 erreicht. Diese Kaufzone entstand am Montag von einer Analyse heraus und ab eben ja, gestern wurde sozusagen hier die Kaufzone aktiviert. Ja, wegen dem Flugzeugabsturz war ich am Montag auch noch ein bisschen skeptisch, aber als dann sich die Kurse eben im US-Handel deutlich erholt haben, wurde hier dieses Setup komplett aktiviert und hat eben auch jetzt das Ziel erreicht. Für mich ist jetzt der DAX in dieser Woche sowieso durch. Die US-Börsen haben heute zu und ich werde mich auch morgen jetzt nicht großartig um den DAX mehr kümmern, sondern da gibt es interessantere Werte, die eben eventuell einen Ausbruch bzw. größeres Potenzial besitzen. Sollte der DAX jetzt weiter steigen, dann steigt er halt ohne mich weiter. Im Tageschart noch ein längeres, ist jetzt kein Setup, sondern einfach nur ein mit Widerständen gespicktes Chartbild, war eben hier noch, und die hatte ja, die Gap-Oberkante hat ja jeder Chartanalyst auf der im Chart drinnen, die Kante, den Widerstand, und lief eben da jetzt nicht ganz hin. Das war eben auch der Grund, wieso ich ein anderes Wochenziel hatte. Ob der jetzt direkt hier ranläuft, da bin ich eher skeptisch. Eventuell kommt eben jetzt nochmal ein Rücksetzer und bricht dann komplett die Marke durch. Also ich denke nicht, dass es da exakt jetzt hier an dieser Marke zu einer Reaktion kommt, weil eben so viele Analysen genau auf diese Marke eben schauen. Dann kommen wir noch zu den anderen Setups. Da der Ami-Handel ja zu ist heute, das ist eine 3M-Aktie, da wird schon noch auf einen Short gesetzt. Da ist einfach das Chartbild. Die Muster sind für mich eigentlich eher klar. Sollte es halt drüber gehen, ist es halt ein Verlust. Im Eurobund halt. Da lief eben auch seit gestern, vorgestern ein Setup mit dem Ausbruch. Das war jetzt nicht unbedingt mein präferiertes Szenario. Es wäre schöner gewesen, es wäre hier runter in die 157er Bereich gegangen. Hier sollte man jetzt, wer hier investiert sein sollte, auf jeden Fall auf die Marke achten, auf das letzte Hoch, auf die 158,20, aber für mich, deswegen kicke ich jetzt auch das Setup. Ich mag nicht unbedingt die kompletten Ausbrüche, wenn nicht davor eine eindeutige Konsolidierung stattfand. Also hier kann jederzeit eben auch, ohne dass das Setup sich groß ändert, jetzt eine Bewegung eben nach unten stattfinden. Da wird man eben wieder ins Minus kommen und eben dann diese Bewegung eben noch stattfinden bis 159. Also dass der direkt jetzt hier durchzieht, ohne vorher noch einmal ein wenig zu konsolidieren, ist unwahrscheinlich. Beim Öl gibt es jetzt trotz der gestrigen bullischen Kerze folgen jetzt hier Verkäufe. Jetzt sieht es doch wieder nach der bärischen Flagge aus, aber ich bleibe trotzdem hier mal nach dem Ausbruchs Szenario dem Setup treu und hoffe, dass wir hier steigende Kurse noch sehen werden. Aber wie gesagt, hier gibt es immer noch die große Alternative, das ist jetzt echt 50-50 Chance, dass eben auch hier sonst der Kurs eben direkt hier nach unten abprallt. Von der bärischen Flagge. Gold hat es eben noch nicht geschafft, über den EMA 200 im Stundenchart noch nicht zu
noch nicht geschafft, diesen gleitenden Durchschnitt zu überwinden. Und hier stelle ich nachher ein neues Setup auf, wo womöglich eben dann eben steigende Kurse drin sind. So, das waren eigentlich die Setups und großartig Neues, bis auf ein Gold- und ein Währungspaar werde ich diese Woche nicht vorstellen. Der Aktienmarkt ist so gut gelaufen, zuerst eben Short, dann Long. Dann braucht man sich Ende der Woche nicht mehr mit diesem herumplagen. Danke fürs Zuhören und wir sehen, hören uns spätestens dann morgen.